Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen, willkommen zum Video Die Produktregel. Und wir haben auch direkt wieder ein Beispiel, eine Funktion und ich will die auch direkt mal ableiten. Müsste ich ja alles hinkriegen, oder? Schauen wir mal. Ja, also ich würde die jetzt einfach direkt ableiten, also ich würde schreiben f' von x. Und x² leite ich nach der Potenzregel ab, also 2x. Mal, das leite ich auch nach der Potenzregel ab, 3x gibt 3, 2 fällt weg und ich vereinfache sogar noch, haben wir gelernt, vereinfachen wir zu 6x. Ja, das war jetzt zwar schnell und auch elegant, aber meiner Meinung nach ist es falsch. Na super, dann mach du es doch besser. Ja, ich versuch's. Okay, ich habe mir die Aufgabe jetzt hier gerade nochmal hingeschrieben, bisher ist nichts passiert, was ich auf jeden Fall als ersten Schritt machen will. Ich möchte das ausmultiplizieren. Das könnt ihr selber aber auch mal probieren. Also löst mal die Klammer auf und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, ich denke mal, das solltet ihr genauso auch hingekriegt haben. Und jetzt können wir das auch ganz einfach ableiten, denn das ist jetzt einfach wieder die Summenregel, die wir in einem der vorangegangenen Videos hatten. Und deswegen macht ihr bitte auch gleich selber mal die Ableitung und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, wir hoffen mal, ihr habt auch diese Lösung. Gut, okay, ich gebe jetzt zu, du hast ausmultipliziert und abgeleitet, alles richtig. Also, ich denke wohl tatsächlich, deins ist richtig. Ja, ich spoilere jetzt auch schon mal, tatsächlich ist diese Ableitung hier richtig und die drüben, ja, das war leider falsch. Schade, das wäre viel einfacher gewesen. Heißt es jetzt, wir müssen immer so umständlich ausmultiplizieren? Nee, wir müssen nicht immer das Produkt ausmultiplizieren, sondern speziell dafür gibt es die Produktregel. Genau, die schauen wir uns jetzt mal an. Okay, wir notieren uns die Produktregel. Ist f ein Produkt zweier Funktionen u und v mit f von x ist gleich u von x mal v von x, dann gilt, dass man die Ableitung folgendermaßen zusammensetzen kann. Und zwar lässt man zunächst mal u von x unverändert und multipliziert das mit der Ableitung von v, also v' von x, und addiert dann die Ableitung von u, also u' von x, multipliziert mit v von x. Also du siehst schon, ich gucke hier ein bisschen skeptisch, auch wenn wir das jetzt allgemein aufgeschrieben haben, so ganz klar ist mir das so nicht. Ja, und deswegen gehen wir jetzt nochmal zu unserem Beispiel von gerade eben zurück und wenden das Ganze hier mal an, dann werdet ihr sehen, das ist eigentlich relativ einfach. Okay, gut. Ich habe hier jetzt diese Regel mir nochmal markiert oder notiert. Ich probiere es jetzt einfach mal. Also in der Regel steht hier u drin und hier auch irgendwie v oder v'. Was ist denn jetzt eigentlich u und v? Also das allererste Mal, man sollte nicht anfangen, jetzt am Anfang, wenn man noch ungeübt ist, die Ableitung direkt zusammenzusetzen, sondern wir tun uns erstmal u und v rausschreiben. Gehen wir hoch zur Funktion. Bei der Produktregel müssen wir uns immer orientieren, wo ist der Malpunkt? Der ist hier. Gut. Alles vor dem Malpunkt ist u, alles nach dem Malpunkt ist v. Also wäre das x² wäre u. Richtig. Dann kann ich das ja mal blau unterstreichen, damit ich das weiß, das ist u. Und das heißt, diese ganze Klammer 3x plus 2, das wäre v. Richtig. Dann unterstreiche ich das auch mal grün. Ja, genau. Okay, ich schreibe es mir aber nochmal auf, das ist, glaube ich, besser. Genau, u von x ist x². Und v von x ist 3x plus 2. Muss ich da auch noch die Klammer hinschreiben? In dem Fall jetzt nicht. Wenn die Klammer aber einen Exponenten hätte, sowas wie hoch 2, hoch 3 und so weiter, dann müsste man die Klammer mit hinschreiben, damit man keine Fehler macht. Sehen wir nachher auch in der Aufgabe. Okay, gut. Ich sehe auch, ich brauche jetzt hier die Ableitung. Also hier u' von x und hier v' von x. Das wäre doch gut, wenn ich das erstmal hier so ausrechne nebendran. Genau, und das macht ihr auch. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. Gut, okay, jetzt habe ich hier diese zwei Funktionen und ich habe auch ihre Ableitung. Und jetzt? Naja, jetzt ist es so einfach wie Lego bauen. Wir haben eine kleine Anleitung oben, wir haben vier Bausteinchen und jetzt müsste man die einfach nur richtig mit Malpunkt und Pluszeichen dazwischen zusammensetzen. Das kann ich. Und ja, ich denke, das könnt ihr auch, oder? Die Lösung dafür? Jetzt sind 3, 2, 1. So, okay, ich habe es eingesetzt. Also u von x ist x² hier. Mal v' von x, also die 3, plus
U' von x, also 2x, mal v von x, also 3x plus 2. Gut, er ist auch noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben es jetzt auch noch ausmultipliziert und ganz am Ende vereinfacht. Das macht ihr bitte auch, also nicht in der Variante von oben komplett stehen lassen. Und wenn wir es mal vergleichen. Ja, ich vergleiche mal. 9x² plus 4x, das ist hier auch, also stimmt wohl. Gut, aber um ehrlich zu sein, war das hier jetzt ja auch nicht viel leichter als das hier, vielleicht sogar komplizierter. Ja, das ist schon richtig. Oben wäre deine erste Variante für dieses Beispiel natürlich einfacher, aber es wird Beispiele geben mit Produkten, wo man ableiten muss, wo man nicht wie oben ausklammern kann. Da brauchen wir die Produktregel und so Beispiele schauen wir uns unter anderem jetzt auch an. Okay, wir haben zwei Aufgaben. Bei beiden Aufgaben ist es immer, berechne f' von x. Das ist die a, das ist die b. Die a lautet f von x ist gleich 5x mal Sinus x. Das müssen wir jetzt ableiten. Gut, wir sagen, mit der fangt ihr an. Überlegt euch zunächst wieder, was ist u, was ist v. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch unterstreichen. Schreibt es auch wirklich raus. Bildet erstmal die Ableitung von u, dann die Ableitung von v. Und dann setzt das Ganze wieder baukastenprinzipmäßig zusammen. Und wir schauen uns die Lösung davon an in 3, 2, 1. So, ich denke, die Lösung habt ihr hinbekommen. U von x ist 5x, die Ableitung davon ist 5. V von x ist Sinus x, die Ableitung davon ist Cosinus x. Und dann muss man das nur noch richtig zusammenbauen. Und hier kann man auch gar nichts weiter vereinfachen. Gut, dann kommen wir zur B. Da ist ein bisschen komisch, wir haben gesagt Produktregel, aber es ist nirgends ein Malpunkt. Das würde ich immer mal wieder passieren. Deswegen folgender wichtiger Hinweis, wie man erkennen kann, ob man Produktregel machen muss oder nicht. Und zwar, sobald in eurem Funktionsterm mehrere x vorkommen, das ist ja der Fall, wir schauen mal, wir haben bis x vom x Quadrat und wir haben bis x hinten in der Klammer, dann müsst ihr schauen, sind diese beiden x durch ein Plus oder ein Minus getrennt voneinander, dann kann man ganz normal ableiten wie immer, oder sind sie durch ein Mal getrennt voneinander. Hier ist zwar kein Mal, aber wenn irgendeine Zahl vor einer Klammer steht, dann ist es ja immer die Zahl vor der Klammer mal die Klammer, das ist nur eine Vereinfachung. Also eigentlich steht hier x Quadrat mal Klammer auf, und so weiter. Deswegen Produktregel. Genau. Also er hat gesagt, hier könnte man sich ein Mal vorstellen. Und ich spoilere jetzt auch ein bisschen, deswegen ist das Ganze hier hinten, also die Klammer hoch 3, das ist v von x. Und passt auf, wenn ihr v' von x bildet, dann müsst ihr auch noch zusätzlich die Kettenregel anwenden. Aber das kriegt ihr hin. Das ist der Fall von vorhin. Die ganze Klammer ist v inklusive dem hoch 3. Genau. Gut. Und ihr probiert es. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, gut, hier ist die Lösung. Also, u von x ist x², die Ableitung ist 2x, v von x ist, Klammer auf, 5x plus 4, Klammer zu, hoch 3. Und wie ging hier nochmal die Kettenregel? Okay, wir machen erst die äußere Ableitung. Das heißt, wir holen den Exponenten 3 als Faktor nach vorne, dann schreiben wir die Klammer unverändert ab, reduzieren aber den Exponenten um 1, das ist hoch 2, und jetzt kommt das, was man nicht vergessen darf, nämlich noch mal der inneren Ableitung. Die Funktion, die in der Klammer steht, wäre 5x plus 4. Das 4 fällt einfach weg. Und bei dem 5x fällt das x weg. Also haben wir noch mal 5. Gut, und dann habe ich es hier komplett einfach zusammengebaut, wieder nach unserer Formel. Dann habe ich es noch vereinfacht. Beim Vereinfachen machen wir es immer so, wir machen immer die Zahlen zuerst. Also hier 3 mal 5 gibt 15. Die schreiben wir als ersten Faktor hin. Dann die einfachen x-Potenzen, also hier einfach x². Und dann die Klammer. Und hier war das ja schon genau in der richtigen Reihenfolge. Da haben wir gar nichts verändert. Gut, das wär's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.